Das kleine Pinguru. Heimweh. In einer Nacht, Ostern ist nicht mehr weit, wacht das kleine Pinguru einfach so auf. Es fühlt sich ganz verloren und unglücklich. Schniefend umklammert es den kleinen orangenen Teddy mit nur einem Auge und dem blauen Ohr und schaut sich etwas hilflos in dem Schlafzimmer um. Über dem Bett gibt es ein Bücherregal mit allerlei Büchern, welche Katali schon vorgelesen hat. An der Wand vom Kopfende hängen Postkarten und Fotos und da, ja, da lächeln und winken die Walkers. Oh, wie das kleine Pinguru sie alle vermisst. Fest an den kleinen Teddy geklammert, schlüpft es aus dem Bett hinaus, watschelt zur Zimmertür, zieht an einem Tuch, welches um die Klinke gebunden ist, damit es nicht immer so hüpfen braucht, und steht kurz darauf im dunklen Flur. Die gesamte Wohnung ist stockduster, was die Beklommenheit und Verzweiflung im kleinen Pinguru nur noch steigert. Es ist so allein und alles fremd, dabei hat es sich doch eigentlich so gut eingelebt. Von jetzt auf gleich lässt er sich zu Boden sacken und beginnt, ohne es zu wollen, lautstark zu schluchzen. Es dauert nicht lange, da öffnet sich die Schlafzimmertür von Katali und etwas verwirrt und besorgt kommt sie um die Ecke geschlurft. Als sie das kleine Pinguru so weinend am Boden sieht, geht sie sogleich auf die Knie und tätschelt dem kleinen Pinguru sacht den Kopf. »Was ist denn los? Ist etwas passiert?« möchte sie wissen. Ihrer Stimme sind die Sorgen direkt anzuhören. »Ich hab so großes Herzeleid«, schluchzt das kleine Pinguru, stürzt sich Katali in die Arme und hört gar nicht mehr auf zu weinen. Etwas überfordert streicht Katali dem kleinen Pinguru über Kopf und Rücken. »Wieso hast du denn so großes Herzeleid?« erkundigt sie sich vorsichtig, um die Situation besser zu verstehen. »Weil ich ja die Walker so vermisse«, ist die gestammelte Antwort. Nun wird Katali klar, was los ist, und muss gleich lachen. »Ach, liebes kleines Pinguru, Heimweh ist völlig normal, und was ein Glück, dass du aus Australien kommst und ausgerechnet mitten in der Nacht von Kummer erfüllt bist.« Katali steht auf, nimmt das kleine Pinguru auf den Arm und geht hinüber zum Telefon. Hochkonzentriert wählt sie eine sehr lange Nummer, wartet etwas ab und reicht dann den Hörer lächelnd weiter. »Kleines Pinguru, bist du es?« vernimmt das kleine Pinguru die freundliche Stimme von Mrs. Walker. Natürlich spricht sie Englisch und da das kleine Pinguru ebenfalls Englisch spricht und auch Katali Englisch verstehen kann, übergehen wir das Wechseln der Sprache einfach mal. »Ja«, antwortet das kleine Pinguru schluchzend und zugleich erfreut. »Ist es nicht etwas spät bei euch?« erkundigt sich Mrs. Walker sichtlich überrascht. »Geht es dir gut?« Da erzählt das kleine Pinguru vom großen Herzeleid und schon bald schluchzt es gemeinsam mit Mrs. Walker um die Wette. Sie vermisst ihren kleinen Schatz immerhin ebenso. Es tut gut, voneinander zu hören und sich alles direkt zu erzählen. Das kleine Pinguru berichtet vom Keksebacken und dem Tag in der Pizzeria. Da staunt Mrs. Walker nicht schlecht. In Australien hat sich wenig geändert, außer dass John einen neuen Freund hat. Zu Ostern kommt er die Eltern besuchen. Direkt muss das kleine Pinguru wieder mal mehr weinen, da es den Ziehbruder auch so sehr vermisst. »Wenn du deine Abenteuer im Ausland abbrechen möchtest, musst du das nur sagen«, erklärt Mrs. Walker. »Wir werden dann schauen, dass du wieder nach Hause kommen kannst.« Einen Moment freut sich das kleine Pinguru bei der Vorstellung, die Walkers wieder in die Flügel schließen zu können und australischen Boden unter den Füßen zu spüren. Doch dann schüttelt es den Kopf etwas, was am Telefon natürlich wenig bringt, weswegen es sagt, »Ich bin hier auch zu Hause. Mein Abenteuer hat doch gerade erst angefangen.« Da wird das Katali ganz warm ums Herz, während Mrs. Walker leise seufzen muss. Sie reden noch eine ganze Weile, und als die Sonne schließlich beginnt, in Deutschland aufzugehen, legt das kleine Pinguru müde auf. »Dankeschön«, murmelt es leise und schmiegt sich an Katali.